Herzlich willkommen zu Windborne mit mir, Mr. Wooly. Gestern ist endlich die Steam Early Access Version von Windborne rausgekommen und wir stürzen uns direkt mal ins Spiel. Wer Windborne noch nicht kennen sollte, es ist ein Sandbox-Game, ähnlich wie Minecraft, nur dass das Ganze hier auf einer fliegenden Insel spielt und noch mehr Magie im Spiel ist. So, wir erstellen uns zuerst eine Insel. Ich habe sie mal Lummerland genannt. Und dazu geben wir noch ein Seed ein, aus dem die Insel erstellt wird. Dafür habe ich Let's Play Windborne verwendet. Die Inselgröße ist auf klein festgelegt, also erstellen wir uns jetzt einfach die Insel. Das dauert einen kleinen Moment. Und dann kann man jetzt im Hintergrund schon mal sehen, wie die Insel erschaffen wird. Und wir fangen direkt das Spiel an. Zu Anfang gibt es ein kleines Tutorial, das einem mit der Steuerung vertraut macht. Es ist eigentlich relativ intuitiv. Mit der Maus kann man sich umsehen. Mit WASD kann man seinen Charakter bewegen. Und mit Rechtsklick kann man in den Sammelmodus gehen. Anders als bei Minecraft ist die linke und rechte Maustaste vertauscht. Mit Rechtsklick kann man Blöcke abbauen und mit Linksklick kann man diese setzen. Also sollen wir jetzt erstmal 10 Blöcke abbauen, dann machen wir das auch einfach mal. So, wunderbar, das haben wir geschafft. Jetzt gehen wir in den Platziermodus und sollen diese 10 Blöcke wieder platzieren. Stellen wir sie einfach mal wieder zurück, wo wir sie hergeholt haben. Sehr gut. Jetzt können wir mal einen Blick in unser Inventar werfen. Das öffnet man mit Q. Und wir sehen, es ist relativ groß. Die Hotbar ist noch extra, also da passt ordentlich was rein. Und zu guter Letzt sollen wir jetzt noch den Dragonstone und den Drachenstein aktivieren. Der Dragonstone ist erstmal der zentrale Anlaufpunkt in unserer Welt. Er gibt uns Aufgaben im Verlauf des Spiels und auch Belohnung, wenn wir diese Aufgaben absolvieren. Und zusätzlich werden wir zu dem Dragonstone auch immer dann zurückteleportiert, wenn wir von der Welt fallen, was ja mal passieren kann. Dafür gibt es aber sonst keine weitere Bestrafung. Und wir können uns auch selbstständig zum Drachenstein zurückteleportieren. Jetzt sprechen wir erstmal mit ihm, also E zum Interagieren. Und wir kriegen schon direkt unsere erste Aufgabe. Wir sollen 30 Meter uns vom Dragonstone wegbewegen und dann wieder zurückkehren, damit wir diese Belohnung bekommen. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dann gleich. Das machen wir einfach mal. Also, laufen wir ein Stück, gucken uns die schöne Gegend an. Das Biom, in dem wir uns gerade befinden, ist das Grasland. Das sind halt grüne Wiesen. Einige Bäume und Marmorgestein. Es gibt auch noch weitere Biome, wie zum Beispiel den Wald und die Wüste. Das sind die einzigen, die im Moment im Spiel sind. Später werden bestimmt noch mehr hinzugefügt. So, wir haben die Aufgabe schon abgeschlossen. Dann bewegen wir uns gleich nochmal zurück. Ich mache noch kurz die Musik ein kleines bisschen leiser. Auch wenn sie noch so schön ist. So, wir reden wieder mit dem Dragonstone und bekommen jetzt unsere erste Belohnung, eine Schriftrolle. So, die nächste Aufgabe sind 50 Granitblöcke zu sammeln. Die akzeptieren wir natürlich auch. Aber vorher erkläre ich nochmal ganz kurz, was es mit der Schriftrolle auf sich hat. Und zwar gibt es auch hier ein Crafting-Menü. Wie in Minecraft kann man Sachen herstellen und im Moment können wir nur sehr wenige Items herstellen, nämlich nur 16. Diese Schriftrollen, die wir bekommen, die helfen uns dabei, neue Items zu lernen. Und zwar gibt es verschiedene Item-Sets. Es gibt das Stein-Set, das Highborn-Set und das Runestone-Set im Moment. Und das Desert-Set, genau. Im Moment können wir nur Items des Stein-Sets craften. Mit der Schriftrolle können wir jetzt ein Item des Highborn-Sets lernen. Und das machen wir dann auch gleich mal. Und wir haben gelernt, einen Zaun zu craften, den Highborn Fence. Welches Item aus der Schriftrolle rauskommt, das ist immer zufällig. In diesem Fall war es halt ein Zaun. Und wir kriegen für quasi alle Aufgaben als Belohnung eine Schriftrolle. Jetzt sollen wir erstmal 50 Granit sammeln. Das dauert einen kleinen Moment. Je nach Art des Blocks werden diese unterschiedlich schnell abgebaut. Die Grasblöcke, die ich zu Anfang abgebaut habe, ging relativ schnell abzubauen. Gestein dauert etwas länger. Unten rechts in der Ecke könnt ihr auch sehen, welchen Block ich gerade anvisiere.
Bestenfalls natürlich Granit, weil wir das jetzt gerade brauchen. Aber es kann auch vorkommen, dass die Blöcke ineinander verschmelzen. Zum Beispiel hier sieht es aus wie Granit mit Gras überzogen. Aber die Anzeige unten rechts in der Ecke sagt Gras. Das heißt, wenn ich es abbaue, kommt dann auch Gras heraus. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Das kann ein bisschen irreführend sein. Aber man gewöhnt sich schnell daran. Je kleiner die Blöcke sind, desto schneller kann man sie auch abbauen. Zum Beispiel diese kleine Ecke hier lässt sich sehr schnell abbauen. Aber ich kriege trotzdem einen ganzen Block heraus. So, wir brauchen noch 6 Stück. Die baue ich schnell ab. Und dann geht's zurück zum Dragonstone. So, das war's. Wir können entweder zum Dragonstone zurücklaufen oder wir können uns auch, wie schon vorhin erwähnt, zurückteleportieren mit Steuerung R. So, rückt die Belohnung raus. Alles klar. Unsere nächste Aufgabe besteht jetzt darin, ein Stück Gelände zu plätten und dann darauf eine kleine Granitplattform zu errichten, auf der dann später unser Haus stehen soll. Zumindest unser erstes Haus. Dann machen wir das gleich mal. Die Blöcke hatten wir ja vorhin schon mal abgebaut. Machen wir uns hier ein kleines bisschen das Gelände frei. Rechts übrigens die Anzeige der Questziele. Wie wir sehen, ist im Moment das Glätten des Geländes noch unvollständig und wir haben auch 0 von 36 Granitblöcken platziert bisher. Okay, das ist ein kleiner Fehler. Noch ist es ja nicht abgeschlossen. Jetzt sollte es komplett sein. Alles klar. So, die Granitblöcke haben wir eben schon eingesammelt. Dann müssen wir sie nur noch platzieren. Den letzten. Complete. Also können wir auch die Quest wieder abgeben. Und kriegen die nächste Schriftrolle. Als nächstes sollen wir nochmal 10 Granit sammeln und dann 5 Steintreppen craften. Das können wir sofort machen. Also wieder hier rüber. Das Sammeln kann anfangs vielleicht etwas langwierig erscheinen, aber im späteren Verlauf macht sich das eigentlich weniger bemerkbar, da man ständig irgendwas abbaut und sehr viele Rohstoffe dann noch ansammelt. So, wir haben die 10 Granit gesammelt. Jetzt können wir uns Steintreppen craften. Wir können uns hier auch nur Gegenstände anzeigen lassen, die wir gerade craften können. Und das sind genau die Steintreppen. Wir brauchen 5 Stück, also 5-mal draufklicken. Okay, wir müssen sie zwar theoretisch nicht bauen, aber jetzt habe ich sie schon mal, dann kann ich sie auch schnell hinsetzen. So, das Besondere ist auch, dass wir noch die Form der Treppe verändern können. Also das Aussehen. Zum Beispiel so eine Ecktreppe bauen. Ja, das sieht auch schon gut aus. Also Quest abgeben. Die nächste Quest verlangt, dass wir wieder 4 Granit sammeln, 2 Glow Moss sammeln, einen Shaper craften und einen Shaper platzieren. Okay. Das Granit sammeln ist schon fertig. Glow Moss, wer Minecraft kennt, da gibt es Glow Stone. Das hier ist fast genau das gleiche, nur dass es halt ein leuchtendes Moos ist und kein Gestein. Und zwar ist das immer in diesen Felsformationen zu sehen, diese leuchtenden Punkte, das ist Glow Moss. Und das wollen wir jetzt sammeln. Okay. Dann gehen wir in unser Crafting-Menü und sehen, jetzt können wir einen Shaper craften. Der Shaper ist dazu da, um Rohmaterialien weiter zu verarbeiten. Also im Wesentlichen werden darin Blöcke geschliffen.
Man kann dort Gestein oder auch Holz platzieren und dann werden Ziegelsteine daraus oder Planken oder ähnliches. Bauen wir unseren Shaper gleich mal hier rein. Und schon ist auch diese Quest fertig. Also abgeben. Für die nächste Quest müssen wir 6 Eisenerz sammeln und nochmal 3 Glow Moss und dann einen Ofen craften und aufstellen. Eisen habe ich auch schon irgendwo gesehen. Zum Beispiel da oben, das ist eher rötlich. Ich glaube hier drüben, ja genau, hier drüben war auch welches. Genau. Und es gibt Eisenadern und Rich Iron Veins, also große Eisenadern im Wesentlichen. Kleine oder normale Eisenadern geben ein Eisenerz und große Eisenadern geben 2. Und wir haben einen neuen Block gelernt, einfach durch das Aufsammeln des Eisens. Wir können jetzt einen Eisenblock bauen, wenn wir wollen. Der hat keinen größeren Nutzen, außer schön auszusehen. Aber das wollen wir jetzt ja nicht. Wir wollen das Eisen weiterverarbeiten und damit was bauen. So, dann haben wir genug Eisen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glow Moss. Nehme ich mir noch ein bisschen mehr mit, als wir brauchen zur Reserve. Und dann bauen wir uns einen Ofen. Wunderbar. Schnell zurück zum Haus. Und den stellen wir uns hier drüben hin. Dann ist auch die Quest fertig. Und jetzt sollen wir noch 10 Erdblöcke aufsammeln und im Ofen zu Keramikblöcken backen. Dann machen wir das einfach mal. Wo kann man Erde finden? Naja, gucken wir mal unterm Gras. Noch sind wir im Gras, aber hier sieht man schon, es wird zur Erde, genau. Unten rechts, Dirt, heißt Erde. Also hier finden wir genau das, was wir brauchen. Wir brauchen insgesamt 10 Stück. Wunderbar. Und die werfen wir jetzt in den Ofen. Ach so, beim Ofen brauchen wir außerdem noch Brennmaterial. Und dafür wurde uns gesagt, sollen wir Gras verwenden. Das wird einfach hier unten rein platziert. Und dann geht's auch schon los. Aus einem Dirtblock wird ein Keramikblock. Und der Brennstoff hier unten nimmt mit der Zeit ab. Aber man kann jederzeit nachlegen. Genau, jetzt warten wir kurz, bis die 10 Keramikblöcke fertig sind. Und dann sollten wir noch als Teil der Aufgabe 5 Blades herstellen, also 5 Klingen. Die benötigt man, um den Shaper zu betreiben. Aufgabe abgeschlossen. Und die nächste Quest machen wir dann beim nächsten Mal. Ich lerne jetzt noch schnell die Rezepte. Wir haben ein Schild gelernt. Ein Fußweg. Ein Stand, Stufen, ein Blumentopf und eine Vase. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, kann ich euch dieses Spiel auf jeden Fall empfehlen. Es gibt es jetzt bei Steam Early Access zu kaufen. Und falls euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch gern einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann morgen. Ciao!